Christus tun, der hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, zu den christlichen Feiertagen, zu Weihnachten, da kommt der Weihnachtsmann mit dem Rentierschlitten und bringt einen Sack voll Geschenke oder eine Rute. Zu Ostern kommt der Osterhase mit einer Kiepe voller Ostereier. Zur Himmelfahrt laufen die Männer mit einem Handwagen voller Bier durch die Landschaft. Zu Pfingsten macht der Vater mit der ganzen Familie einen Ausflug und trifft unterwegs den Pfingstochsen, der zum Glück keine Geschenke bringt. Zum Reformationsfest stellt man ausgehöhlte Kürbisse mit Lichtern drin vor die Haustür. Na, Frau Eselguss, ist das keine deutsche Nationalkultur? Aber Spaß beiseite. Natürlich weiß ich als Christ und ihr als gebildete Bürger wisst auch, dass die von mir aufgezählten Bräuche nichts mit dem eigentlich christlichen Inhalt unserer Feiertage zu tun haben. Aber wie sind denn die Feiertage entstanden? Bei der Christianisierung der deutschen Länder vor sehr, sehr langer Zeit hat man damals die damals neuen Feste einfach auf vorhandene heidnische Feste gelegt, damit die Leute ihre Feste weiterfeiern konnten, wenn auch unter einem anderen Namen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich einige heidnische Bräuche bis heute erhalten haben. Andere sind durch die Werbeindustrie aus den USA zu uns gekommen. Egal, es sind lebendige Bräuche und ich gönne jedem seinen Spaß daran. Was hat aber nun das bevorstehende Pfingstfest für einen christlichen Hintergrund? Das Wissen darüber ist nicht allzu sehr verbreitet. Ich lese euch jetzt nicht die Pfingstgeschichte aus der Bibel vor, sondern erzähle sie mit eigenen Worten nach. Die Jünger, man würde heute vielleicht sagen, der Fanclub von Jesus, trafen sich in Jerusalem und waren sich darüber im Klaren, dass Jesus sich am Himmelfahrtstag endgültig von ihnen verabschiedet hatte. Er war nun wieder im Himmel und sie konnten ihn nicht fragen, was sie tun sollten. Aber irgendwie wurden sie plötzlich von einer gewaltigen Aufbruchsstimmung erfasst. Sie gingen nach draußen und begannen zu den Menschen auf der Straße zu predigen. In Jerusalem waren damals viele Menschen aus aller Herren Länder unterwegs, die den unterschiedlichsten Religionen huldigten. Besonders Petrus sprach eindringlich zu den Menschen. Er tat genau das, was ich heute von Pfarrern und Bischöfen erwarte. Er war für seine Religion, für seine Weltanschauung und forderte die Menschen auf, sich zu diesem Glauben zu bekehren. Er sagte nicht, ich betone nicht, es ist aber schön, dass ihr diesen und jenen Götzen anbetet, dass ihr an ganz viele Götter im Himmel glaubt. Wir glauben auch an einen, dessen Sohn hier vor kurzem hingerichtet wurde. Nun wollen wir mal alle schön gemeinsam, aber jeder zu seinem Gott oder zu seinen Göttern beten. Nein, das sagte er nicht. Er rief die Menschen auf, ihre Sünden zu erkennen und sich zu Jesus zu bekennen, der für die Vergebung ihrer Sünden gestorben war. Er brachte viele Menschen dazu, dass sie sich taufen ließen, und das ist eigentlich heute auch die Aufgabe eines jeden Pfarrers. Aber was machen unsere Pfarrer und Bischöfe? Sie erzählen uns doch allen Ernstes, dass unser Gott des Friedens und der Vergebung der gleiche Gott sei, wie der, der die Moslems zur Vernichtung von Juden und Christen auffordert. Sie erzählen uns, dass ein pädophiler Massenmörder
genauso ein Prophet sei wie Jesus, der sich nicht gegen seine Widersacher wehrte und für uns alle ans Kreuz schlagen ließ. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, ich rede hier nicht gegen die im Grundgesetz gesicherte Religionsfreiheit. Die hat der Staat zu garantieren. Aber die von den Kirchenmitgliedern finanzierten Vertreter einer Kirche haben gefälligst Werbung für ihren Glauben zu machen. Ansonsten sind sie fehl am Platze. Besonders fehl am Platz ist eine bekannte Pfarrerin, die letztens auf dem Kirchentag einige absonderliche Dinge von sich gegeben hat. Ich möchte jetzt ein paar ganz persönliche Worte an Frau Käsmann richten. Liebe Frau Käsmann, Sie jammern heute im Internet herum, dass man Ihnen die Worte im Mund herumdrehen würde. Mag ja sein, aber wo sind Sie gewesen, als in der Presse Land auf, Land ab Herrn Höcke und Herrn Pirinci die Worte im Mund herumgedreht wurden? Wo haben Sie dagegen protestiert, gegen diese Lügen, die über diese beiden ehrenwerten Männer verbreitet wurden, über Wochen hinweg, bis heute sozusagen noch? Ja, wo waren Sie da? Sie haben auf dem Kirchentag behauptet, die AfD fordere die Wiederinkraftsetzung eines Arierparagraphen der Nazis und die AfD fordere, dass nur Leute Deutsche sein können, die zwei deutsche Eltern und zwei deutsche, vier deutsche Großeltern haben. Das sind glatte Lügen, Frau Käsmann. Sie haben scheinbar noch nie einen Blick in das Parteiprogramm oder in das Wahlprogramm der AfD geworfen. Und solche Lügen verbreiten Sie als Pfarrerin auf einem Kirchentag bei einer Bibelarbeit. Schämen Sie sich. Was Sie dann gesagt haben, Frau Käsmann, das war wirklich folgender Satz. Zwei deutsche Eltern und vier deutsche Großeltern, da weiß man, wo der braune Wind herweht. Also ich verstehe das so, dass ich irgendwie von braunem Wind umweht werde, weil ich nur mal zwei deutsche Eltern und vier deutsche Großeltern habe. Und Sie haben weiter gesagt, die ihre türkischen Mitschüler, die mit ihnen in die Schule gegangen sind, sind heute die Eltern und Großeltern der echten Deutschen. Wissen Sie, Frau Käsmann, was das ist, was Sie da verbreiten? Das ist waschechter Rassismus. Aber wenn Sie schon einmal für die Abstammungsprüfung unsäglichen Angedenkens diese Abstammungsprüfung wieder einführen wollen, dann veröffentlichen Sie doch bitte als erstes Ihren Stammbaum. Sie haben keinen türkischen Großvater. Wenn dem so ist, dann dürfte ich Sie nach geltender Rechtslage als Nazi-Schlampe mit reinrassiger Köderabstammung bezeichnen. Werde ich als gebildeter Mensch mit guten Manieren natürlich nie tun. Aber falls Ihnen der türkische Großvater tatsächlich fehlt, dann möchte ich Sie auffordern, mit gutem Vorbild voranzugehen. Geben Sie bitte Ihre deutsche Staatsbürgerschaft zurück und wandern Sie aus. Ich kann Ihnen auch ein Exilland empfehlen. Also mein Vorschlag wäre, gehen Sie doch nach Saudi-Arabien. Dort dürfen nämlich Frauen nicht Auto fahren. Damit ist die Gefahr, dass Ihnen noch einmal so ein Missgeschick zustößt, wie vor ein paar Jahren ausgeschlossen. Und Alkoholgenuss ist dort auch verboten. Das dürfte Ihrem Gesundheits- und Geisteszustand gewiss zuträglich sein. Leider müssen Sie dann auch Ihr recht ansehnliches Gesicht hinter einem Schleier verbergen.
Aber es gibt hier in Sachsen noch genügend hübsche, unverschleierte Frauen, mit deren Anblick ich mich als alter deutscher weißer Mann über diesen Verlust hinwegtrösten kann. Aber zurück zu Pfingsten, wir sind etwas abgekommen. Ein anderer Aspekt der Pfingstgeschichte wird bestimmt in mancher Pfingstpredigt von den systemkonformen Pfarrern ausgeschlachtet werden. Es steht nämlich in der Bibel, dass die Zuhörer des Petrus viele verschiedene Sprachen sprachen, aus verschiedenen Ländern kamen und doch alle die Predigt des Petrus verstanden. Was kann man daraus für eine herrliche Multikulti-Predigt machen? Geht man aber mit etwas Menschenverstand an die Geschichte, dann wird man sehr leicht feststellen, dass diese Leute gewiss keine Flüchtlinge waren, sondern eher Kaufleute, Handwerker, Pilger, Bettler und was sonst noch so auf den Straßen des Römischen Reichs unterwegs war. Und da sind wir bei der Gegenwart. Was für ein Unsinn, uns Fremdenfeindlichkeit vorzuwerfen. Ich rede hier nicht nur zu Bio-Deutschen, sondern zu jedem Menschen, der meine Rede hören will. Leider hat mir Gott nicht die Fähigkeit des Petrus gegeben, so zu reden, dass mich jeder in seiner Sprache hört. Dazu müssen wir erst noch ein paar Simultanübersetzer bestellen. Aber schon die Tatsache, dass sich jeder Mensch, gleich welche Hautfarbe und welche Religion, hier zu uns stellen kann und nichts, aber auch gar nichts zu befürchten hat, spricht gegen die verlogene Behauptung der Fremdenfeindlichkeit von Pegida. Der Begriff des Fremden ist viel zu unklar. Für mich als Sachsen ist ein Preuße, ein Hamburger oder ein Bayer auch ein Fremder. Erst recht die vielen Touristen aus China, Japan, USA und so weiter. Wir freuen uns über diese Menschen, die uns auf unseren Spaziergängen freundlich zuwinken und tatsächlich eine Bereicherung darstellen. Zumindest durch die Bettensteuer. Eine Bereicherung, zumindest durch die Bettensteuer, die sie hier lassen. Wenn sie die Stadt nur für die Reparatur der maroden Straßen einsetzen könnte und nicht für die Gäste der Kanzlerin ausgeben müsste. Genauso herzlich willkommen sind uns die japanische Pianistin, die hier Konzerte gibt, der indische Professor, der an der TU lehrt, der polnische Maurer, der beim Wiederaufbau der Stadt Großartiges leistet, der vietnamesische Gemüsehändler, dessen Kinder die besten Schüler im Gymnasium sind, die russischen Straßenmusiker, die uns die deutsche Nationalhymne spielen. Der afrikanische Student, der in der TU etwas lernen will, um nach der Rückkehr in seine Heimat dort endlich für Wohlstand zu sorgen. Oder auch der türkische Soldat, der in seiner Heimat politisch verfolgt wird und damit tatsächlich laut Grundgesetz ein Recht auf Asyl hat. Alle diese Menschen sind uns herzlich willkommen. Im Alltag und hier bei unseren Demos. Nicht willkommen, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, sind uns Menschen, die hierher kommen, um sich, wie Frau Göring-Eckardt so schön gesagt hat, in unserem Sozialsystem wohlzufühlen, oder Menschen, die unser Grundgesetz ablehnen, eigene staatliche Strukturen aufbauen und uns unsere Kultur und Religion aufzwingen wollen. Auch diesen Menschen werden wir als Demokraten und Christen kein Haar krümmen. Aber wir fordern von den zuständigen Politikern mit Nachdruck, dass sie Polizisten anweisen, diese Menschen mit einem festen Griff am Oberarm zu fassen und in ein Flugzeug zu befördern, das sie dorthin bringt, wo sie ihre Kultur entsprechend leben können. Zum Pfingstfest. Ich wünsche mir und allen Christen in diesem Land, dass sich das Pfingstwunder an unseren Pfarrern und Bischöfen wiederholen möge.
Dieses Pfingstwunder ist in der Bibel folgendermaßen geschrieben. Jetzt doch noch drei Sätze aus der Bibel. Ich zitiere: Und es geschah ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen. Das wünsche ich unseren Pfarrern und Bischöfen. Und euch, die ihr nicht in die Kirche geht, wünsche ich schönes Wetter zum Pfingstausflug und grüßt mir den Pfingstochsen. Ja.